Hi Freunde der Lüfte, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Oldboy, wir sind gerade auf einer Verfolgungsjagd nach dem Dieb. Okay, Stein. Ah, geil. Na? Okay, hat geklappt, super. Man kann den auch, ich weiß nicht, wie man den absetzen kann. Tut mir leid, wenn ich dem die ganze Zeit weh tue. Ist ja nicht Absicht. Oh. Hä? Ah! Pass auf! Oh nee. Otus! Otus, wach auf! Oh nee. Bitte sag mir, dass es dir gut geht, Otus. Oh Mann, ich hab nicht gewusst, dass diese Höhle so gefährlich ist. Warte hier, Sportsfreund. Ich komm dich retten. Oh nee. Hat so ein kleines Problem, ne? Was ist das? Geht es noch weiter irgendwie? Okay, was sind das? Zahlenreihenfolge? Sollte es mir vielleicht notieren oder so? Okay, was sind das? 15, 14, 5, 15, 6, 10, 8, 5, 6, 15, 21. Was sind das hier? 18, 23, 1, 9, 20, 19. Was? Ja, da gucke ich mal später nach. Sollen wir erstmal den einsuchen? Okay, so kann man die nur paralysieren. Naja. Bleibt nichts anderes übrig. Na? Und was haben wir jetzt aktiviert? Ah, okay. So, dann gehen wir mal da durch. Ja, das war ja schon fast klar, ne? Na? Nein, die Münzen will ich auch einsammeln. Wow! Zum Bashen hier. Ah, was gibt's denn hier? Hm. Ah! Okay. Ein kleines Rätsel. Voila. Noch sind die Rätsel einfach. Was ist denn das? Piu! Yeah, juhura! Wuhu! Ich hab dich gefunden! Und ich lebe! Und du auch! Wir sind großartig! Aber komm runter, Otus. Wir haben keine Zeit zum Feiern. Wir sollten eher von hier verschwinden, bevor es ein anderes Beben gibt, hä? Alles klar, mach mal. Hm.
Oh Mann. Ich würde gerade sagen, ey. Wow, 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 wow. Ganz locker hier. Ganz locker. Brauchen wir die Früchte vielleicht noch? Warte mal. Hat das vielleicht mit den Früchten? Muss ja irgendwas bedeuten. So, du bleibst mal hier. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Kann man die nehmen? Ja. Ah, die kann man essen. Achso. Ja, ich glaube. Glaube ich doch nicht so schlecht. Ja. Gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ah. Alles klar. So, dann tun wir mal. Ah, da ist der Dieb. Oh. Naja. Aber das, was Interessantes erschienen. Na? Ui. Schönen Schatz. So, weiter geht's. So, jetzt müssen wir den Dieb noch kriegen. Ha. Und dann dauert er wieder ab. Oh Mann. Oh nee. Warte mal. Bleib du mal. Kann man das vielleicht nehmen? Oh nee. Jetzt muss ich den wieder zurücklassen, oder wie? Hm. Ah, wird wahrscheinlich so sein. Oh. So, das alles nehmen wir mal mit. Ah, verflucht. Ja, so kann man die wenigstens mitnehmen. Ich schätze mal, das ist für hier gedacht. Dass ich den wieder mitnehmen kann, ne? Also ich hoffe, ihr mich nicht. Sollte aber eigentlich so sein. So. Jetzt ganz gut aufpassen. Ah. So war es eigentlich nicht gedacht, aber naja. Dass der immer rumfliegen muss. So, weiter geht's. Das Zeug hier einsammeln. So, die schnappe ich mir. So. Eigentlich geht's ja weiter, ja. Sogar. Ich bin da runtergeschmissen, das war auch nicht so in der Sache. Ah. Okay. Ist vielleicht richtig so. Warte, ich lasse den jetzt mal schnell unten und. Genau. Kümmere mich mal um die Sachen. Ah. Konsum. Grab. Essen. Und das nächste. Jeder hat sich was getan. Glaube nicht. So. Schnappen wir uns. Oh, wo geht's denn da hin? Ui. Sag mal. Was hast du hier gefunden? Wow. Oh oh. Oh nein, das ist nicht gut. Ja, kann nicht gut sein.
Ah, da muss doch was passieren. Warte mal, muss ich da drauf schießen? Du musst doch irgendwo eine Schwachstelle haben, oder nicht? Da muss doch irgendwo eine Schwachstelle haben. Die Augen vielleicht sogar? Oder ist es der Bauch? Ah. Geht's doch nur so. Ah, okay. Ja, ich hab's verstanden. So, du bleibst hier. Du machst so. Ich greif dich und wir ballern auf ihn drauf. Genau. So. Ja. Ein bisschen rumprobieren. Ist die zweite Runde oder was? Ja. Ha. Ha. Bam. Da, hier, da. Weiter geht's. Irgendwie Steinchen. Ah, ja, klar. Okay, dich lasse ich hier. Dann heißt es. Dich mitnehmen, ne? War so krass. So krass. Ich kann sagen, hey, da muss ich doch durchpassen. So, und bam! Ich schnapp mal wieder. Weiter geht's. Ui. Oh, wow. Was ist das? Sieht aus wie ein uraltes Eulenrelikt. Ich habe noch nie so eins unversehrt gesehen. Ich kann schon fast die Energie spüren, die es beherbergt. Aber warum ist es hier? Ich bin wirklich neugierig, was es dieses Artefakt betrifft. Ich denke, wir sollten ein Teilchen von dem zum Professor bringen. Ha! Hab euch! Ah! Oh nee. Ottos? Dieses verrückte Spinnending hat uns erwischt. Wir müssen irgendwie aus den Weben hier rauskommen. Irgendwie müssen wir da rauskommen, genau. Mal schauen. Ausgezeichnet, Ottos. Denkst du schaffst es auch, mich hier runterzuholen? Mach weiter. Ja. Perfekt. Du hast unser Leben gerettet, Ottos. Du bist mein bester Kumpel. Okay, bevor wir hier verschwinden, sammle ich einen kleinen Chip von dem Relikt ein. Wer weiß schon, was der Professor darüber herausfinden kann. Scheint eine schlechte Idee zu sein. Okay. Was ist das? Es ist eine Art Gerät mit einem Knopf drauf. Seltsam. Wenn das von Eulen gemacht wurde, dann ist es ja über hunderte von Jahren alt. Aber es sieht komplett funktionsfähig aus. Ich frage mich, was passieren könnte, wenn man den Knopf drückt. Ich denke, du solltest es haben. Aha.
Oh, cool. Was macht... Komm schon, Otto, drück den Knopf. Ich will nur... hier drüben stehen. Okay, wir drücken den Knopf. Wow, wurde ich gerade teleportiert? Das ist eine unglaubliche Technologie. Haben wir denn wirklich sowas gemacht? Mach's nochmal. Aha. Hui! Ha, warte nur ab, bis wir das dem Professor zeigen. Obwohl, wir sollten schleunigst verschwinden, solange die Höhle noch stabil ist. Das ist ja cool, jetzt können wir den ja immer zu uns teleportieren. Okay. Ja gut, ich würde sagen, das reicht jetzt von der Zeit her. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.